Mit dem Thema Küche und Haushalt geht es jetzt weiter bei uns, liebe Zuschauer. Und der Frühjahrsputz steht an. Auwei, ich darf ehrlich gesagt gar nicht drüber nachdenken. Fenster putzen, den Boden mal wieder ordentlich auswischen, mal ordentlich durchsaugen wieder. Vielleicht die Polstermöbel mal wieder ordentlich aufklopfen. Ja, da bricht bei mir schon wieder der Schweiß aus, wenn ich nur drüber nachdenke. Und ich weiß, dass es bei Ihnen wahrscheinlich ähnlich sein wird, liebe Zuschauer. Und ich möchte wetten, dass es auch bei meiner heutigen Begleitung nicht anders aussieht. Fragen wir doch einfach mal nach. Bei Miss Pearl TV und bei der amtierenden Miss Germany 2015, bei der Olga Hoffmann bei mir im Studio. Herzlich willkommen, Olga. Vielen Dank. Aber Olga, du bist unglaublich viel unterwegs, gerade seitdem du den Titel hast. Du bist quasi omnipräsent, man sieht dich in Zeitschriften, man sieht dich auch in anderen Fernsehsendern natürlich häufiger. Wie hältst du das zu Hause mit dem Haushaltsputz? Wer macht denn sowas bei dir zu Hause? Ja, genau. Also ich bin jeden Tag unterwegs. Es ist vielleicht mal ein Tag in der Woche, wo ich zu Hause bin. Ja. Meine Mama kommt dann immer zu mir. Die übernimmt das dann für mich. Das ist charmant und entwaffnet, ehrlich, sage ich dir ganz ehrlich. Wenn deine Mama jetzt aber mal keine Zeit hat, dann bleibt die Hausarbeit doch wahrscheinlich liegen, auch bei dir, oder? Genau, leider Und wenn man dann reinkommt, dann ist nichts. Erstmal mit Koffer in die Ecke stellen und mal die Füße hochlegen. Dann muss erstmal geputzt, gesaugt und gewischt werden. So ist es. Was hältst du denn von unseren Robotern jetzt hier, die die Hausarbeit doch ganz einfach übernehmen? Wäre es für dich nicht interessant, nach Hause zu kommen und zu wissen, die Aufgabe ist erledigt? Auf jeden Fall. Ja. Das wäre schon. Dann haben wir nämlich jetzt hier für Sie den ersten Artikel, liebe Zuschauer. Und das ist unser Sichler Reinigungs- und Staubsaugerroboter. Ein gern genommener Artikel, mehrere tausende Male verschickt in den letzten Wochen und Monaten, weil er Ihnen die lästige Arbeit des Saugens zu Hause abnimmt. Und wir zeigen Ihnen auch, wie er das tut. Natürlich haben wir hier eine runde Bauart, das ist klar. Und da höre ich schon wieder die spöttischen Stimmen zu Hause, die dann sagen, damit komme ich aber leider nicht in die Ecken hinein, dort, wo normalerweise die Wollmäuse sitzen. Das würde ich jetzt auch sagen. Genau deswegen haben wir natürlich hier diese kleinen Zuführbürsten. Das bedeutet, dieser kleine Kamerad sorgt zuverlässig dafür, dass also nicht nur der Boden ausgesaugt wird, dass vor allen Dingen also auch hier die Ecken entsprechend mit ausgesaugt werden. Wie sieht es bei dir zu Hause aus, wenn du selber mal den Staubsauger schwingst? Unterm Sofa, unterm Bett, unterm Schrank? Macht das Spaß? Machst du das regelmäßig? Macht das Spaß? Also Spaß, ja. Mein Gott, das muss sein und das mache ich auch gerne, wenn ich dann Zeit habe. Ja. Geht dir das nicht ins Kreuz? Mit Musik. Ne? Ja, mit 23 sieht die Welt, glaube ich, noch ein bisschen anders aus. Mit Anfang 40 geht das ganz schön ins Kreuz, kann ich dir sagen. Will dich aber nicht beunruhigen, um Gottes Willen. Aber Sie kennen das zu Hause, oder? Wenn man dann wieder versucht, mit dem langen Staubsaugerschlauch dann irgendwie unterm Sofa, unterm Bett zu saugen, entfällt hier natürlich völlig. Weil wir haben hier eine schöne, flache Bauweise. Und das bedeutet, dieser kleine Kamerad fährt zuverlässig eben auch unters Bett, unter das Sofa, beziehungsweise unter den Schrank und reinigt da entsprechend aus. Schau mal, so sieht das aus, wenn der kleine Kamerad in Arbeit ist. Wir werden ihn natürlich gleich auch hier im Studio mal laufen lassen. Mhm. Fällt dir auf, dass der natürlich auch mal wegtitscht, wenn der auf ein Hindernis stößt? Ja, ich habe mich gerade auch gefragt, wie fährt er? Bewegt er sich jetzt einfach in irgendeine Richtung? Oder? Das Schöne ist, mitunter sieht die Fahrweise unseres Staubsaugerroboters etwas chaotisch aus, aber dieses Chaos hat durchaus System, denn unser Staubsaugerroboter arbeitet hier mit Sensorentechnik. Mhm. Der hat insgesamt 9 Sensoren, die sind hier an der Seite verbaut. Schau mal gerade hier, können wir uns mal anschauen. Ja. Und diese Sensoren sind zum einen für die Schmutzerkennung zuständig, zum anderen aber natürlich auch, um Hindernisse zu erkennen. Denn es macht ja keinen Sinn, wenn du jetzt eine Maisonette-Wohnung zum Beispiel hast und der Staubsaugerroboter auf die Wendeltreppe zufährt und dann von mir aus dann die komplette Treppe runterknallt. Genau. Diese Hindernisse wird er entsprechend erkennen. Und er haut dir auch keine Katschen oder keine Schrammen in die Möbel hinein. Wir sehen das hier an der Seite. Da haben wir diesen kleinen Bumper mit dabei. Das heißt, mitunter, selbst wenn er das Hindernis ganz zaghaft trifft, werden keine Kratzer und keine Dellen entstehen. Der geht auch nicht kaputt dadurch. Okay, der geht damit nicht kaputt. Das ist ein ausgesprochen flexibles Teilchen. Wie sieht es mit Staubsaugerbeuteln aus, wenn du schon mal welche gekauft hast? Wusstest du genau, welche du kaufen musstest? Nein, dafür war dann mein Papa zuständig. Du hast aber eine Familie, die dich gut umsorgt, habe ich so das Gefühl. Worauf ich hinaus möchte, liebe Zuschauer, ist auf das beutellose Prinzip unseres Staubsaugerroboters. Das heißt, hier passen ungefähr 0,4 Liter Volumen rein. Natürlich sind auch sämtliche Filtersysteme mit dabei. Und wenn dieser Auffangbehälter voll sein sollte, leert man den ganz einfach wieder über den Papierkorb und setzt dann entsprechend den Aufsatz wieder rein und weiter geht die Reise. Wie sieht es bei dir mit Rückwärts-Einparken aus, wenn du Auto fährst? Ja,
Ich habe ja keinen Führerschein. Das macht's schwierig. Das ist richtig, ja, ja. Zwei Autos. Ich möchte wetten, unser Sichler Staubsaugerroboter kann besser rückwärts einparken als wir beide zusammen. Denn wenn unser Staubsaugerroboter erkennt, dass sein Akku langsam zur Neige geht, fährt er automatisch wieder zurück an seine eigene Ladestation. Jetzt haben wir das eben im Film schon mal gesehen. Wollen wir uns den mal hier im Studio anschauen? Ja. Gucken wir uns das Kerlchen mal an. Und dann darf ich dir auch gerne mal die Möglichkeit geben, den einfach mal zu fahren. Denn das macht unglaublichen Spaß. Ich schalte ihn jetzt mal ein. Moment, so. Dann drückst du einfach nur auf Clean. Du kannst ihn jetzt hier ganz einfach mit der Fernbedienung steuern. Schau mal. Ja. Yeah. Wir lassen jetzt mal kein Standardprogramm laufen. Ich gebe dir jetzt hier mal die Macht in die Hand und dann gucken wir uns das mal an. Also lässt sich super steuern auf jeden Fall. Wie bist du mit dem Saugergebnis zufrieden? Schau mal hier, Konfetti. Sehr gut. Ja. Sehr, sehr gut. Warte. Ich möchte wetten, wenn da so eine Miss Germany gekürt wird, wenn es dann heißt, Olga Hoffmann ist unsere Miss Germany 2015, da gibt es auch einen Konfettiregen, der von der Decke kommt, oder? Da ja. möchte ich wetten, wären die in Rust froh gewesen, wenn sie so einen Staubsaugerroboter, als ihr fertig wart, gehabt hätten. Genau, hier. Das glaube ich auch. Schau sich das mal an. Ist das nicht eine coole Geschichte doch, hier? Ja? Doch. Also, Miss Germany 2015 haben wir überzeugt, liebe Zuschauer. Jetzt sind Sie dran. Bestellen Sie unseren Sichler Premium Reinigungs- und Staubsaugerroboter zu einem absoluten Spitzenpreis, zu unserem TV-Sonderpreis am heutigen Tage. Für 180,41 €. Er wird natürlich Porto- und versandkostenfrei geliefert. Und das innerhalb der nächsten 2 bis 3 Werktage mit der NC 5724 und der 569. Komm ruhig wieder zu mir, denn wir haben ja noch ein bisschen was anderes, was zu Hause schmutzig werden kann. Allen voran die Fenster. Wer macht das bei dir zu Hause? Das mache ich selbst. Aha, ja. Da haben wir was gefunden. Okay, das ist gut. Macht dir das Spaß, auf so einer Leiter rumzukrabbeln, im Schmutzwasser rumzuwühlen und so weiter? Das ist natürlich immer sehr anstrengend. Ne? Das macht ist nicht wirklich jedermanns Sache. So, nee. Was hältst du denn von unserem Fensterputzroboter? Wäre das eine Idee? Ja, auf jeden Fall. Ja, das ist nämlich mittlerweile schon die konsequente Weiterentwicklung unserer ersten Modelle, die wir für Sie parat haben, liebe Zuschauer. Und wenn auch Sie keine Lust haben, in der Zukunft wieder knietief im Schmutzwasser zu stecken, um die Fenster permanent auszureinigen, gerade jetzt im Frühjahr, wo natürlich auch die Vögel wieder etwas aktiver werden und schon mal ihre Notdurft auf ihren Dachfenstern hinterlassen, ist das eine Aufgabe, die nicht wirklich Spaß macht. Dieser Roboter erledigt die unangenehme Aufgabe des Fensterputzens vollkommen automatisch, während Sie sich zu Hause mit angenehmeren Dingen beschäftigen. Wäre es nicht klasse, sich dann vielleicht doch lieber zu Hause, wenn du denn endlich mal frei hast, vielleicht lieber mal mit einem guten Buch oder mit einer Zeitschrift zu beschäftigen, als die Fenster zu putzen? Das auf jeden Fall. Ja? Mhm. Wollen wir uns die mal anschauen? Ja, sehr gerne. Wir möchten nämlich ganz gerne mal zeigen, wie das Kerlchen funktioniert. Jetzt komme ich mal nach vorne zu Ihnen und dann werden wir uns den mal anschauen. So, hast du da irgendwo eine Wasserspreuze stehen? Guckst du mal gerade? Ja. Da steht noch eine, ne? Die brauche ich mal gerade von dir. Komm mal gerne mit rum, dann gucken wir uns das mal an. Ich habe nämlich festgestellt, ich habe den auch schon seit einigen Monaten bei uns zu Hause und jedes Mal, wenn meine Frau sagt, die Fenster sind wieder fällig, dann fange ich ehrlich gesagt an zu grinsen. Wir haben diese beiden Mikrofaserpads und die Mikrofaser ist ausgesprochen zuverlässig beim Ausreinigen, speziell von glatten Flächen. Das kennt man mitunter auch schon mal aus dem Küchenbereich. Auch, schon mal gehört, auch so zum Abtrocknen zum Beispiel wird das ganz gerne benutzt. Und ich habe festgestellt, dass es praktisch ist, ganz einfach mit 2, 3 Spreuzen, hältst du mal gerade, hier eine Seite leicht nebelfeucht zu machen, die andere trocken zu lassen. Dann schlagen Sie nämlich 2 Fliegen mit einer Klappe. Diese Seite reinigt aus und diese Seite macht die Scheibe dann entsprechend wieder trocken. Jetzt hatten die ersten Generationen dieser Fensterputzroboter das Problem, dass sie mit einem Magneten gearbeitet haben. Das heißt, man brauchte immer eine zweite Person, die jetzt auf die andere Seite der Scheibe geht und einen Magneten draufsetzt. Hier arbeiten wir mit Hilfe eines Unterdrucks. Das heißt, wir schalten die Maschine ganz einfach ein und schon hält sie auf der eigentlichen Scheibe. Jetzt möchtest du natürlich nicht jedes Mal hingehen und irgendwo auf den Knopf drücken und sagen, fahr jetzt rauf oder fahr jetzt nach links. Ja. Der sucht sich den Schmutz vollkommen automatisch. Und das, was wir jetzt machen können, wir können ihm ganz einfach jetzt ein Kommando geben, ein Standardprogramm. Und jetzt wird er so lange zuverlässig diese Scheibe ausreinigen, bis die Scheibe komplett streifenfrei sauber ist. Ist das nicht eine geniale Geschichte? Ja, oder? Auf jeden Fall. Ja. Wenn du ihn mal steuern möchtest, kannst du das gerne machen. Du kannst jetzt hier im oberen Teil über die Programme gehen. Guck mal, dass du ihn triffst und dann kannst du ihm gerne auch mal die Richtung vorgeben. Wenn jetzt, geh mal ein bisschen rum, dass er den Kontakt bekommt. Komm mal ein bisschen rüber hier. Genau, jetzt hat er den Kontakt, ganz genau. Und jetzt kannst du den entweder mittels eines Standardsprogramms laufen lassen oder ganz einfach zu den Stellen, die einfach schmutzig sind, auf der Scheibe hinführen. Interessante Geschichte, oder? Sehr, sehr gut. Das macht auch Spaß. Übrigens, keine Angst, da gewöhnt man sich dran. Wenn man das Gerät 1, 2 Mal benutzt hat, weiß man in etwa, welches Programm für welches Fenster oder wie der Fensterputzroboter wirklich am besten funktioniert. Bei uns zu Hause in den Scheiben hat es einfach am besten funktioniert, indem ich eben eine Seite leicht nebelfeucht gemacht habe und die andere ganz einfach
trocken lasse. Das wenn, auf ich, jeden Fall wenn ich dir jetzt sagen würde, dass so ein Gerät, so ein Fensterputzroboter bei uns noch nicht mal 270 Euro kostet, wäre das für dich eine Investition, wo du sagen würdest, nie wieder Fenster putzen? Das ist ein Preis, den akzeptiere ich? Auf jeden Fall. Ja. Das ist eine super tolle Idee und dafür, also für dieses Geld, super. Kann man wirklich nichts mehr sagen, nee, oder? Liebe Zuschauer, unser Fensterputzroboter ist für 265,91 € für Sie zu haben und heute zu bestellen mit der NC5649 und der 569. Geht auch bei doppelten, auch bei dreifach verglasten Scheiben. Und keine Angst, wenn mal die Sicherung aus irgendeinem Grund rausspringen sollte, hat unser Fensterputzroboter natürlich noch einen Notstromakku, der ungefähr 30 Minuten lang hält. Das heißt, der knallt also auch nicht aus den oberen Etagen sofort runter. Nur wenn mal irgendwo an anderer Stelle vielleicht die Stromzufuhr nicht mehr so gegeben ist. Wir haben noch ein weiteres Modell. Mhm. Und während wir den ersten überwiegend anbieten, speziell auch mal für den gewerblichen Bereich, auch mal bei den großen Schaufenstern, okay, dass man vielleicht nicht unbedingt immer so die, wie sagt man so schön, Bauarbeiter-Dekolletés von den Fensterputzern sieht, wenn die da mit leicht runtergezogenen Hosen da hängen, oh, sondern nee, vielleicht dann doch lieber mal nee, ein bisschen für Aufregung sorgt, indem man den Fensterputzroboter diese Aufgabe erledigen lässt, kommen wir jetzt zu einem privaten Bereich. Der ist noch mal um ein Vielfaches leiser als der erste, den wir kennengelernt aha, haben. Okay. Ja. Wie gefällt er dir alleine von der sehr Optik? Sehr gut, das Design ja, ist sehr schön, ja. Nimm ihn ruhig mal hier, schon. Kannst du dir gerne mal anschauen hier. So sieht das gute Stückchen aus. Das Schöne ist, wir haben natürlich jetzt bei beiden Modellen jeweils 12-mal die Mikrofaseraufsätze mit dabei. 2 kommen immer auf die Maschine, das heißt 10 Stück haben sie immer schön in Reserve, auch wenn es mal etwas größere Fensterflächen sein sollen. Und auch diese Halterungsringe, die sind aus Kunststoff und können vielleicht auch hier und da mal kaputt gehen. Da haben wir immer 4 Stück in Reserve mit dabei, sodass unsere Kunden ganz mhm, einfach in den nächsten Monaten, in den nächsten Jahren, muss mhm, man wirklich fast sagen, absolut damit das zufrieden ist toll, sind. Ja? Ja. Hast du es denn schon mal geschafft, ein Fenster zu putzen, ohne dass wirklich Streifen dabei sind? Schockier mich. Ganz selten. Ganz selten? Ja. Das beruhigt mich jetzt. Also man muss sich da wirklich ganz viel Mühe geben, dass da wirklich gar nichts ist. Das beruhigt mich jetzt, dass mir die gute Olga das sagt, denn ich zu Hause, liebe Zuschauer, habe wirklich schon alles Mögliche versucht. Ich habe es mit Glasklar versucht, ich habe es mit alten Zeitungen versucht und. Richtig streifenfrei habe ich die Scheiben nie wirklich hinbekommen. Das habe ich erst geschafft vor einigen Monaten, das war im Spätsommer des letzten Jahres, als ich unseren Fensterputzroboter eingesetzt habe. Und übrigens auch in den höheren Etagen ist das durchaus interessant. Hier haben wir natürlich noch ein Sicherungsseil mit dabei für alle Fälle. Auch Dachschrägen zum Beispiel, auch mal ein Fliesenspiegel im Badezimmer oder eine Duschkabine. Also alle glatten Flächen kann man super, damit hervorragend ausreinigen. Ja? Das sieht doch schon spektakulär aus. Auf wenn du jetzt mal Fall, shoppen gehen würdest und bist mit einer Freundin in der Innenstadt und würdest eben nicht den obligatorischen Fensterputzer sehen, sondern vielleicht lieber so eine Maschine, die also ein großes Schaufenster ausreinigt. Da würde ich auf jeden Fall stehen bleiben und ein bisschen überlegen, ob ich mir das nicht doch holen soll. Ja. Oder? Das ist eine gute Idee. Da würden wir doch gleich mal reingehen, mal fragen, was habt ihr denn da für ein heißes Teil? Ne? Ja. Wollen wir uns den nochmal anschauen? Ja, ja, gerne. Können wir vielleicht auch nochmal auf die Fensterscheibe draufsetzen. Folgen Sie uns gerne nochmal nach vorne. Denn auch dieses Modell haben wir natürlich hier vor uns. Und auch bei diesem Modell hat es sich, gibt es mir gerade nochmal die Wasserfresse, danke dir. Bei diesem Modell hat es sich ebenfalls als sinnvoll erwiesen, ganz einfach hier die eine Seite leicht nebelfeucht anzusprühen, während die zweite trocken ist und dann geht die Reise auch schon direkt los. Auch hier ist es keine Wissenschaft, ganz einfach nur einschalten. Dann wird der Unterdruck erzeugt, das heißt, ich kann nach wenigen Sekunden die Maschine auch schon loslassen. Und jetzt gebe ich ihm natürlich ganz einfach hier nochmal das Standardprogramm auf und schon gibt er wirklich Gas. Guck mal hier. Ja. Super. Faszinierend, oder? Weil ich nehme noch ein bisschen mehr Kabel. So. Ja. Da haben wir's. Da könnte man stundenlang zuschauen, oder? Wie geht's dir dabei? Auf jeden Fall. Ja? Also es ist auf jeden Fall eine Erleichterung. Ja, also das nimmt ganz schön viel Arbeit weg. Ich finde gerade so im Moment, gerade so ins Frühjahr mit hinein, wenn jetzt auch wieder die ganzen Pollen kommen und so weiter, wenn ich rechts fertig bin, müsste ich theoretisch gesehen links schon wieder von vorne anfangen und das nur auf einer Seite. Ja, und wir haben eine große Fensterfront zum Garten raus, Waldrand, das ist immer eine blanke Katastrophe. Ich glaube, auch in Münster ist es mitunter durchaus staubig, sodass man das ohne weiteres mal das einsetzen kann. Auf jeden Fall. Wie findest du die Geräuschentwicklung? Ich sag mal, wir stehen jetzt ungefähr 3 Meter voneinander entfernt. Ich glaube, wir können uns immer noch locker in Zimmerlautstärke unterhalten. Finde ich total okay. Also, ja. So, wie sieht's denn jetzt aus? Ich sag mal, normalerweise, wenn deine Familie zu Besuch kommt und dich natürlich, wenn du viel unterwegs bist, in den Hausarbeiten unterstützt, wäre das etwas, wo du vielleicht zu deiner Mutter gehen würdest und würdest sagen, hör mal, Mama, ich habe da bei Pearl TV so einen coolen Fensterputzroboter gesehen, den würde ich dir empfehlen. Würdest du das weiterempfehlen? Doch, auf jeden Fall. Ja? Also es ist, wie gesagt, es nimmt ganz schön viel Arbeit weg und das ist auch eine gute Lösung für mich zum Beispiel, weil ich einfach so viel unterwegs bin und
so selten zu Hause bin. Das ist doch Spitzenklasse, liebe Zuschauer. Denken Sie mal drüber nach, was das für eine unglaubliche Erleichterung für den ganz normalen Alltag ist. Einfach zu wissen, dass die Maschinen in der Zukunft für Sie die Arbeit übernehmen. Die saugen Ihnen den Boden aus, die bürsten natürlich auch mal die Teppiche, die kurzflorigen, ein bisschen auf, dass die Farben wieder rauskommen. Und unsere beiden Fensterputzroboter sorgen für eine ordentliche Ausreinigung. Gehen wir wieder hinter die Theke, denn wir sind langsam am Ende unserer Sendung angekommen. Dankeschön an Olga Hoffmann. Sehr gerne. Dankeschön an Sie für Ihre zahlreichen Bestellungen. Und jetzt geht's direkt weiter. Bleiben Sie bei uns.